Herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Für mich schon etwas eine längere Zeit. Ja, als ich die PS3 vor, ich weiß gar nicht, 4 Tagen ungefähr gestartet habe, da wurde mir ein Update empfohlen. Ja, update mal bitte hier die PS3 und so. Habe ich gemacht, ich vertraue natürlich Sony. Ich habe vorher kein Backup gemacht. Und dieses Update, das hatte einen Fehler. Und da kam immer wieder dieser Fehlercode, man konnte nicht ins Recovery-Menü nirgendwo rein. Nur dieses blöde Update und ich musste am Ende die Festplatte formatieren. Hab also kein Backup gehabt und die ganzen Spielstände sind weg. Beziehungsweise ist ja gar nicht so schlimm, nur bei The Hobbit, also das, was ich gerade let's playe, die 2 Spiele. Wäre schlimmer, wenn ich zum Beispiel Dark Souls let's playen würde und dann... Oh Gott, nee, komm, das vergessen wir ganz schnell. So, ja, ich habe also alles wieder von Anfang spielen müssen. Ich habe die ganzen Waffentrophäen schon und ich habe so viel Credits. This is unbelievable. Und wir haben ja gerade diesen, dieses Monstrum hier zerstört, was hier diese ganze Luft verpestet hat. Oder war das nicht irgendwie so? Weiß ich gerade nicht genau. Auf jeden Fall gehen wir zurück. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Sind wir gespannt. Wie es geht endlich weiter hier bei Dead Space. So, ich war nämlich immer sorgfältig, als ich nochmal das zweite Mal gespielt habe, habe ich auch gesehen, oh, guck mal, ich brauche eigentlich hier diese Taste, brauche nicht mal auf die Karte gehen. Ich kann auch einfach hiervon gelenkt werden. Das geht alles unter, wenn man dabei spricht, dann konzentriert, kann man sich nicht ganz so konzentrieren auf das Spiel. Ist einfach so. Ist so veranlagt, jetzt gehen wir hier wieder zurück. Und ich glaube, irgendjemand brauchte doch Hilfe noch. Ich glaube, Hammond... Sollten wir ihm irgendwie helfen bei irgendeiner Sache, weiß ich jetzt nicht genau. Mal gucken, habe ich hier zufällig noch ein Medipack? Ja, mittleres nehmen wir gerne doch. Wir sind auf der Rüstungsstufe Nummer 4, glaube ich, vom Anzug. Ich weiß nicht, ob es noch höher geht. Ich glaube, wenn ich so in unser Inventar schaue, dass es sogar noch 2 Stufen nach oben geht. Denn jede Stufe, die wir aufrüsten... Oh, guck mal, 14 Knoten habe ich gesammelt und 263.145 Credits. So, sind wir da? Sehr schön. Sind wir hier richtig? Jawohl, so. Soll ich mal gucken. Die hier habe ich übersehen. Kann aber auch sein, dass sie vorher rot waren und beispielsweise die sich erst freischalten würden, wenn... Oh, diese Mistviecher, die sind echt ätzend. Die sind ätzend. Und er kriegt mich sogar noch. Eine Ripper-Munition ist draufgegangen. So. Ah, noch einer. Nein, lass mich in Ruhe. So, und jetzt stirb, du hässlicher Wichser. Na, da, da. Und gestern, oh, das ist so hammermäßig gewesen, das WM-Halbfinale gegen Brasilien, habe ich gestern gesehen. Und es war so geil. Ich konnte es nicht glauben. Und jetzt ist das ganze Land noch voller mehr Euphorie. Und ich muss das jetzt einfach hier auch im Let's Play erwähnen. Es ist jetzt der nächste Tag quasi und ich habe mir die Spiele 4-5 Mal auf Englisch angesehen, auf Arabisch, auf Russisch. Leider konnte ich es mir nicht auf Brasilianisch ansehen, aber es war einfach nur super, definitiv. So, wir fahren jetzt glaube ich wieder runter. Wir sind in Ebene 3 oder sind in Ebene 1, weiß ich nicht ganz. Ich glaube, wir fahren runter, genau. Und das ist eine geile Hilfe hier mit dem Analogstick. Da wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht in Part 5000, sondern in Part 4000. Jetzt mal so ein bisschen übertrieben. Das hört sich nicht gut an. Hallo? Hier war ja die eine Brute, hier wurden wir bombardiert von den Explodern. Und hier ist der Slender. Slender in Dead Space Form. What the? What? Die! Oh, finally. Okay. This is enough. Oh nein! Ey, komm, das ist doch... Ah, dieser Slender, den mag ich überhaupt nicht, weil er hier diese doofen Dinger da produziert. Und ich habe gar... keine Munition für den Plasma-Cutter, was eigentlich hier sehr, sehr wichtig wäre. Bam! Oh Mist, ich wollte gerade eigentlich hier die Streukanone oder wie sie hieß ausrüsten, aber hier liegt auch gerade keine Plasma-Energie. Ich werde auch nochmal in den Shop gehen und ich glaube, ich habe auch viele Halbleiter wieder mal gefunden. Und jetzt gucke ich mich hier nochmal ein bisschen um. Die werde ich natürlich verkaufen und ich glaube, ich werde beispielsweise hier diese Laserkanone... Nein, nicht nachladen! Nicht nachladen, nicht. Ah, oh, jetzt hat er nachgeladen. So. Hätte ich jetzt schön verkaufen können. Ah, hat er nicht, gut. Damit habe ich 30 Kills gemacht. Das war gar nicht so einfach. Nee, mit der Energie... Laserkanone war schwierig. Das ist die Energiekanone. Kleiner Unterschied. So, ich gehe mal in den Shop. Ich glaube nicht, dass ich von hinten angegriffen werde, wie es schon mal in einem Part war. So, Luftkanister Mittel. Haben wir auch ein Schema gehabt. 10.000 und 3.000. Also,
Wir sind hier, leben hier in Luxus. Ah, Stayspeak, komm, verkaufe ich auch. Energielaserkanone. 2 Munition, 2000. Sehr schön. Ripperklinge, weg damit. Strahlenmunition, da strahle ich gleich. Aha. Und 4 Energiekanone. Was, so wenig nur? Das ist wenig. Ich hätte gedacht, dafür würde es mehr geben. Was werde ich denn mal auswählen? Nee, ich glaube, ich tue sogar die, wo haben wir denn? Die Energiekanone, die bewege ich mal in den Safe, weil wir bekommen dafür ziemlich viel Munition, muss man schon sagen. Oh, guck mal, jetzt habe ich gar keine Waffe, sieht ja komisch aus. Aber die Energiekanone, die gefällt mir gar nicht. Oh nein, nicht der Typ. Hier, wir werden hier die ganze Zeit von diesen kleinen Gegnern angegriffen. Hä, warum produziert er denn das auf einmal? Vorher waren das doch diese ganz kleinen, die auf einen gesprungen sind. Also die waren schon ziemlich schlimm, muss man sagen. So, tot. Sehr schön. Jetzt gehen wir hier weiter. Ich drücke vorsichtshalber öfters mal R3, auch wenn das jetzt nicht profihaft ist. Aber bevor ich den falschen Weg wähle, nehme ich doch dann lieber diese Option hier. Ganz ehrlich. Auch wenn man kein Fußballfan ist, diese... Also ich bin ganz klar hundertprozentig ein Fußballfan. Aber sowas von heftig. Aber auch wenn man kein Fußballfan ist, dann trotzdem muss man sagen, dieses Spiel war so richtig atemberaubend. 7-1 gegen Brasilien. Es ist nicht irgendwie jetzt ohne, sagen wir mal, Aserbaidschan zum Beispiel jetzt schlecht zu reden, aber die sind nicht so eine große Fußballnation. Spielen vielleicht auch ganz gut Fußball, aber nicht ganz so gut. Es war nicht Aserbaidschan, sondern es war Brasilien. Und Brasilien, 7-1 als WM-Gastgeber ist draußen. Ganz ehrlich, als da so die Leute geheult haben, da habe ich kein Mitleid gehabt, nicht unbedingt. Kannte man auch selbst, seltsame Nachricht. Kannte man natürlich auch selbst aus dem Finale 2006 gegen, nicht Finale, ich glaube das war Halbfinale, gegen Italien. Waren wir auch traurig, aber so, ich guck mal jetzt auf was ich safe. Das Problem ist, dass ich diese eine Trophäe beim Slugboss, ich glaube beim ersten Mal habe ich 50% genau gehabt. Danach, gestern als Trubel, ja, wir haben natürlich Fußball geguckt, vorher habe ich noch ein bisschen Dead Space gezockt, bis zu der Stelle, damit ich gleich am nächsten Tag wieder aufnehmen kann. Bei diesem Slugboss, den habe ich dann nicht mehr unter, nicht mehr über 50 oder genau 50% schlagen können, weil das war super schwer, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Plus Ren, also das ist echt, das ist atemberaubend. I don't know. So. Gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Vielleicht... Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde das. Interessant. Ich weiß nicht, ob die das wohl gescannt haben, obwohl dann, wenn sie... Obwohl, vielleicht wollen sie auch uns irgendwie töten oder so. Die waren in Mission von anderen. Weil wenn sie gewusst hätten, dass hier die Necromorphs ausgebrochen sind, dann hätten sie doch die Kapsel, die zu ihnen gekommen ist. Also nochmal zur Erklärung, das Schiff ist ja, gekapert worden quasi von den Necromorphs. Die haben sich dort ausgebreitet und alle umgebracht. Dann hätten die doch definitiv geguckt, was in der Raumkapsel ist. Also durchgescannt und so. Haben sie nicht gemacht, das heißt, sie wollten wahrscheinlich uns töten. Oder, ich weiß es noch nicht, werden wir vielleicht hier im Spielverlauf noch genauer erfahren. Ripperklingen, warum bekomme ich denn hier keinen Plasma, keine Munition? Warum? Ich könnte natürlich jetzt auch Energieknoten holen, das mache ich aber gar nicht. Ich sammle nämlich die Credits für die zweite Runde. Ich werde, oder man wird es nicht in einer Runde schaffen können, das ist definitiv sicher. Denn man muss für alle, also für die Goldtrophäe, Upgrade, alles komplett, ich glaube, mindestens 100 Energieknoten oder so verwenden. Man muss die ganzen Waffen upgraden, man muss den Rig upgraden, man muss eigentlich so gut wie alles upgraden hier. So, 9 Schuss haben wir, das ist nicht viel. Nehmen wir hier die, ich weiß gar nicht, wie hieß er jetzt? Streukanone irgendwie so. Huch, was haben wir denn hier für grüne Energiekapseln? Isaac, eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Kugeln der Wähler ist nicht. Du wirst die Dinger Fukushima, ey. Bevor du ins Schiff kannst. Ja, das haben wir auch im letzten Part gesehen, ist dann, nachdem unsere Heldentat in die Tat umgestritten ist, wo wir 2 Trophäen bekommen haben, ist ja immer so, die Trophäen werden gespeichert, wenn sie online synchronisiert werden. In diesem Falle wurden sie nicht synchronisiert und das ist dann also auch verloren gegangen. Naja, auf jeden Fall hält dieses Abbauschiff hier einiges aus.
Jetzt habe ich gleich... Was soll ich mit denen machen? Ich gucke mich mal hier so ein bisschen um. Ich kann ja hier Space Jumpen bestimmt. Oder ist hier die Gravitation nicht ausgeschaltet? Nee, anscheinend nicht. So, pass auf. Ich nehme mal hier eins. Komm, ich nehme dich. Und da unten ist ein Tor. Radioaktivität, was kann mir das bringen? Das würde vielleicht irgendwie eine Infektion definitiv antreiben. Aber mehr auch nicht. Warte mal, ich lasse das mal kurz los. Ich könnte doch... Kann ich nicht? Ach, ich kann hier... Ah. Doch, die Gravitation ist ausgeschaltet. Sehr gut. So, hier ist das Tor. Ich lasse mich mal lenken. Ja, hierhin soll ich jetzt. Gut, das Tor müssen wir irgendwie aufbekommen. Wahrscheinlich hier die Dinger zerstören. Die Klemmen hier. Diese quasi dann Schutzschilder, wenn man es genau haben möchte. Ja, ich trete mal auf den Boden. Das ist sehr gut. So, jetzt auf die andere Seite noch. Was haben wir denn hier? Ach, Sauerstoff. Das heißt, wahrscheinlich wird gleich, wenn das Tor aufgeht, genau, das Luftfiltersystem ausfallen. So. Ich überlege gerade, beziehungsweise ich gucke gerade, wo es lang geht. Und ich werde beschossen von diesen Scheiß... Ich hasse diese Dinger. Ich hasse diese Dinger. Das kann man nicht anders sagen. Die sind klein und klein ist nicht immer fein. Ja. So, was hat er verloren? Strahlenmunition. Achso, dann ist es tatsächlich die Strahlenkanone, wie ich auch richtig dann analysiert habe. So, wieder Sauerstoff auffüllen. Ich will hier erstmal alle Gegner umbringen. Bringt ja nichts, hier durchzurennen und dann irgendwann später vom... Sollen wir jetzt hier durchgehen eventuell? Ach, oder die Kugeln rausschießen. Die Radioaktivität muss ja weg, ne? So, und das fördert immer irgendwie eine Infektion oder ist Krebs fördern beispielsweise. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze hier raushauen können. And bye bye. Radioaktives Material entfernt. Was? Wo ist die weibliche Stimme? So. Bei ernsten Themen muss... Nein! Hier könnten wir... Obwohl, ist hier nicht ein Minispiel? Ich glaube, da war doch eine Trophäe. What? Alter, durch Zufall. Ich wurde noch nicht getroffen. Die schwarzen Necromorphs, das sind die starken. Ja. Ganz klar, das sind die noch besseren Verwandelten quasi. Einer lebt noch, der ist weggesprungen. Aber den... Da ist er. Vor mir. Bam! Stirb! So, ich werde natürlich auch Dead Space 2 Let's Playen. Da habe ich schon Kommentare bekommen. Das ist eigentlich keine Frage. Mir gefällt das Spiel und wenn mir das Spiel nicht gefallen würde, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht nochmal Let's Playen. Aber was ist denn hier mit Basketball? Hm, egal. Das hole ich dann, wenn ich nicht aufnehme. Also in der zweiten Runde werde ich dann die Sachen holen. Zack. Und es eignet sich auch... Manchmal, wenn man nicht weiter weiß, vielleicht Trophäenleitfaden oder so. Zumindest gibt es hier keine Trophäe, obwohl doch schon die Audiologs, beziehungsweise die insgesamten Logs. Ich weiß nicht, ob es direkt 150 gibt oder so 200. Hör auf so. Ach, scheiße. Du schon wieder. Willst du Spiele spielen? Stirb! What? Hat überlebt. Stirb! So, Medipack. Da links wieder einer. Quasi bei jeder Phase. Boah, Alter, der hat aber viel ausgehalten. Jetzt ist die Waffe auch noch alle. Nee, nicht ganz. Ich habe wieder Munition bekommen. Sehr gut. Die Plasma-Energie, die habe ich sowas von häufig gefunden. Das Problem war einfach... Oder ist jetzt einfach nur, ich bekomme die ja gar nicht mehr. Das ist komisch. So, irgendwo muss noch... ein radioaktives Molekül hier rumfliegen. Glaube ich zumindest. Gucken wir mal. Oder auch nicht. Wir sollen da vorne hin. Vielleicht kommen wir... Ich gucke mal kurz. Ah, sehr schön. Hier ist auch ein Sauerstoffautomat. Da oben versteckt es sich. Komm zu Papa. Kommst du wohl her? Kommst du wohl her? Gibt's ja gar nicht. Na gut. Ach, Mensch. Komm. Jetzt sag nicht, ich muss da... Ja, das hängt da fest. Ich kann da auch nicht auf so eine unebene Fläche rauf. Dann gehe ich mal an die Decke gleich. Okay, ich muss an die Decke gehen. Zack. Oder den Boden. Kann man eigentlich so hinlegen, wie man will. Ohne Gravitation ist alles der Boden, worauf ich dann stehe. So. Das schöne Geräusch hören wir auch. Hm. Alter. Das sieht natürlich geil aus. Und ich treffe mit Sicherheit nicht. Doch, ich treffe! Radioaktives Material entfernt. What's a brilliant goal hier. So, ich spiele jetzt mal Deutschland gegen Brasilien. Ungefähr die Verteidigung ist jetzt... Nein, ich bin ja tot! Oh, Gott, 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 Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh no, 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 no.
Darauf habe ich mich jetzt nicht konzentriert. 9 Sekunden, 8 Sekunden. Ja, oh. Oh, fuck. Ja, die Verteidigung hier ist die Luft. Also ziemlich schwer die Verteidigung aufgebaut. Ich weiß nicht, was mit Brasilien los war. Die waren mental auch... ja, einfach... nee, das will ich jetzt nicht sagen. So, stirb. Und ich treffe nicht ganz... doch. Radioaktives Material entfernt. So, jetzt kann sich die Klappe wieder schließen. Ich gehe wieder zurück, um wieder Sauerstoff zu tanken und um mir einen Überblick zu verschaffen, wo noch eine radioaktive Kugel sein kann. Her damit. Thank you very much. Hier ist mit Sicherheit noch irgendwo... warte, ich darf hier nicht so nah dran stehen. Da lang. Da oben ist noch eine. Kann ich die von hier kriegen? Kann ich die von hier kriegen? Komm schon.